Zechprellerei führt Tom Meyer und Martin Fuchs jetzt in ein Erlebnisschwimmbad im Stadtteil Ports. Der Security-Mitarbeiter hat größte Mühe, einen aggressiven Teenager zu bändigen. Oh, ich hör's schon. Gut, hey. Gut, da sind sie. Alles gut. So Schmarotzer hier. Beruhig dich, Junge. So. Alles gut wieder? Alles gut. Okay. Lass dich jetzt los und du beruhigst dich. Alles gut. Noch so eine Nummer, ja? Er beruhigt sich nicht. Willst du dich schließen? Hast du schon verstanden? Die ganze Zeit ja, jetzt sind jetzt. Moment, bitte. Okay? Alles gut. Ja? So, dreh dich um. Sie sind der Security hier? Ja, genau. Sie sind die Frau Körner? Ich bin die Kassiererin, genau. Sie haben uns angerufen. Ich habe Sie angerufen, genau. Okay. Der junge Mann hat versucht, hier sich durchs Drehkreuz zu quetschen und der Herr Witzer hat ihn dann festgehalten. Wir haben dann seinen Chip genommen, haben ausgelesen, es sind knapp 100 Euro drauf, also Cocktails getrunken und Sauna und Massage und alles. Und hat versucht abzuhauen und sich halt zu entziehen. Hat angeblich kein Portemonnaie dabei. Nee, ich habe ja auch gar kein Portemonnaie dabei. Du hast doch den Eintritt noch bezahlt. Ja, den Eintritt bezahlt. Natürlich, mit was soll ich den bezahlt haben, wenn ich kein Portemonnaie dabei habe? Sonst wärst du doch gar nicht dran. Ich wollte zu Anfang nur wieder hier. Haben Sie einen Ausweis dabei wenigstens? Ja. Dann geben Sie ihn mal her. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? 16. Sie riechen ganz schön nach Alkohol, ne? Ich habe kein Alkohol getrunken. Warum rieche ich dann welchen? Ich bin mal nicht so sicher. Also. Sind Getränke auf diesem Chip gespeichert? Ja, aber non-alkoholfreie Cocktails. Also bei uns in der Bar, Sie können hier gerne mal schauen. Non-Alkohol, also kein Alkohol. Kein Alkohol. Also Dankeschön. Hier bei uns in der Bar wird definitiv auch kein Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt. So, Timo Zeiss, 16. Tom Meyer kontaktiert die Leitstelle. In der Zwischenzeit fallen Martin Fuchs rätselhafte Rötungen am Hals des Teenagers auf. Diese Würgemale, sind die jetzt von nee, Ihnen? Nee. Ich habe nur an den Arm gepackt. Ja. Und sonst gar nicht. Also eine Allergie. Eine Allergie? Ja, genau. Wogegen? Wogegen Hausstaub. Hausstaub? Ja. Du, pass mal auf. Ich weiß ja nicht, ob du uns für mega doof hältst, ne? Aber wenn das eine Hausstauballergie ist, dann ziehe ich mir den Hut mit dem Hammer auf. Ja, das Ganze kannst du vergessen. Zusammengesetzt. Bitte? Nichts. 16.05.2001, Ronald Hasselrasser Weg. So, Portemonnaie dabei? Ich hab kein Portemonnaie. Gar nichts dabei? Darf ich meine Tasche kurz sehen? Ja, bin ich soweit mit. Wir haben hier einen Verdacht, dass der junge Mann hier Alkohol zu sich genommen hat. Er kann die Rechnung auch hier vor Ort nicht bezahlen. Können wir die Erziehungsberechtigten informieren? Ja, die Frau Zeit. Ich guck mal, ob ich eine Telefonnummer vorliegen habe. Ich melde mich dann wieder, ob ich die Frau Zeit erreicht habe. Prima. Kein Portemonnaie dabei? Ach, da schau her. Also bei uns läuft es halt so, der Eintritt wird hier bezahlt. Ja. Dann bekommen die Gäste einen Chip, wo eben dann Zusatzleistungen jetzt hier bei den jungen Herren auch die Getränke und das Solarium drauf gebucht werden können. Ja, ich war aber auch nicht im Solarium und ich war auch nicht sonst irgendwo. Junge, ich habe auch keine Getränke geholt. Ja, dann kann ich mir das nicht erklären. Ja. Nicht erklären. Wo war der Chip denn die ganze Zeit? Die ganze Zeit an meinem Arm. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall keine Zusatzleistung in Anspruch genommen. Ja, weil ich genau weiß, dass ich so viel Geld gar nicht einstecken kann. Ich werde jetzt mal in das Portemonnaie gucken. Ja, klar. Ja, ich gucke jetzt nur mal nach, ob da Geld drin ist. Falls ihr die Rechnung nämlich bezahlen kann, dann sind wir aus dieser Betrugsnummer raus. Verstehen Sie? Die Beziehungsberechtigte, die Frau Julia Zeit, die habe ich jetzt erreicht. Die macht mich umgehend auf dem Weg ins Schwimmbad zu euch. Ja, wunderbar. Die Mama kommt. Ja. Wo sind denn deine Freunde, die mit dir rein sind? Die sind auch noch drin. Nee, ich hatte gar keiner verwechselt zu mich. Nein, ich bin auf jeden Fall alleine ins Bad gegangen. Du hast noch für ein junges Mädel, das noch mit dir dabei war, den Eintritt mit bezahlt. Nein, da verwechselst du mich auf jeden Fall. Also ich hatte echt gar keinen dabei. Also ein Mädel? Ein Mädel war noch mit dabei und ein junger Mann. Kurze Zeit später kommt die Mutter des 16-Jährigen hinzu. Die hat eine ganz andere Erklärung für die hohe Rechnung, die auf dem Chip-Armband ihres Sohnes entstanden ist. Wenn mein Sohn sagt, er hat die Leistung nicht in Anspruch genommen und er hat diesen Chip den ganzen Tag am Armgelenk gehabt, dann ist es vielleicht ein technischer Defekt oder ein Verbuchungsfehler hier in dem Haus. Möglich ist wirklich alles, aber ich versuche es mal zu erklären. Er hat angegeben, der Chip ist nicht von seinem Arm gegangen. Die Leistungen wurden abgebucht und eingechippt. Er hat sich versucht, durch das Drehkreuz zu quetschen.
Er hatte nicht genügend Geld dabei, um das zu bezahlen. Das heißt, wir befinden uns hier im Betrug. Und diese Anzeige wird geschrieben, weil das ist kein Antragsdelikt mehr, das ist ein Offizialdelikt. Das heißt, das wird von Amts wegen schon erstellt werden. Ja, habe ich verstanden. Aber Sie müssen auch verstehen, dass mein Sohn ja also sowas nicht macht. Der ist total... Ich sehe das auch total als Vorwurf. Aber hör mal, du warst doch auch nicht alleine hier, ja, oder? Wo sind denn deine ganzen Freunde? Der ist... ja, er hat auf jeden Fall noch ein Mädchen. Du bist doch mit raus mit der Sprache. Jetzt behaupten das schon drei Personen, dass du hier nicht alleine gewesen bist. Nein, ich habe auf gar keinen Fall jemanden dabei. Also werde ich entweder verwechselt oder sonst irgendwas. Ja, ich kann ich glaube nicht, dass deine Mutter dich verwechselt. Also ich kann die Sache auf jeden Fall jetzt zuerst mal bezahlen. Ja, ne? Und dann können wir ja mal gucken, wie hoch ist der Betrag? Das sind 98,69. Ja, kriegen Sie zuerst mal 2,50er, dann stimmt das zuerst mal so. Wechselgeld können Sie sich sparen. Und dann gucken wir jetzt mal, wo du denn angeblich die ganzen Cocktails getrunken hast. Ja, würde ich auch sagen, immer der Einfachheit halber. Ja, erstmal die Bar. Natürlich. Haben Sie Schoner für die Schuhe? Soll ich hier welche geben? Vielleicht? Ja, müssen wir haben. Ja, bitte. Da das Erlebnisschwimmbad an diesem Tag nicht sonderlich gut besucht ist, macht die Angestellte die Begleiter des 16-Jährigen schnell auswendig. Guten Tag, die Herrschaften. Können Sie mal das Cocktailglas bitte weglegen? Letztes Mal anstoßen dürfen wir noch. Und jetzt weg damit. Okay. Bitte aufstehen. Aufstehen. Warum? Stehen Sie bitte auf, ich möchte mit Ihnen kurz reden. Okay. Da ist aber auch reichlich Alkohol drin, ne? Ja. Ja, ein bisschen. Wenn du uns nicht angeben, musst du ja nachhelfen, ne? Was mich interessieren würde, kennen Sie den jungen Mann? Ja, natürlich kennen wir ihn. Ich weiß auch gar nicht, warum er gegangen ist. Es ist doch gerade erst witzig geworden, wo Chris all die Cocktails bestellt hat. Das heißt, ihr seid zu dritt hier reingekommen? Ja, sind wir. Sind wir, ja, kann sein. Ja oder nein? Oh. Also, was sagen Sie dazu eigentlich? Ja, wir sind zu dritt reingekommen. Also wir haben jetzt ein Problem, ne? Der junge Mann wollte hier die Örtlichkeit verlassen, hat anscheinend sehr viel konsumiert und hatte kein Geld dabei gehabt. Nein, er hat doch gar nichts konsumiert. Chris hat alles bezahlt, er hat für mich auch alles ausgegeben, er hat mir eine Massage spendiert. Darf ich mal Ihren Chip haben? Haben Sie die Möglichkeit, seinen Chip mal auszulesen? Ja? Ich hätte mal gerne Ihren Chip. Wir können doch an die Kasse gehen und dann können wir es auch vorne nachschauen. Können wir auch machen. Ja, trotzdem möchte ich gerne einen Chip haben. Sie kommen mit uns. Ja. Sind das Ihre Taschen? Ja. Dann nehmen Sie die bitte auch. Den Chip geben Sie mir schon mal. Genau. Wenn es sein muss, ne? Ja. Neben der Frage, wer die zahlreichen Cocktails in der Bar mit dem Chip bezahlt hat, interessiert Polizeioberkommissar Martin Fuchs noch eine ganz andere Sache. So, stopp. Sie haben jetzt gerade zu mir gesagt, wenn ich hier keinen Alkohol bekomme, dann muss ich halt leider nachhelfen. Ja. Wie meinten Sie das? Ja, so wie ich es gesagt habe. Ich habe ein bisschen was mitgenommen, weil wir sind ja noch minderjährig, wir kriegen nichts. Das heißt, ich habe ein paar Fläschchen mitgenommen, zum Aufheitern, damit wir in Stimmung kommen. Hat gewirkt, ne? So, wenn ihr jetzt weiter klatscht, dann muss ich auch applaudieren. Mal bitte die Tasche aufmachen. Guck mal, was ich hier sehe. Ja, ich glaube, braucht man nicht mehr, ne? Es war so sichtbar, da konnte ich gar nicht vorbeischauen. Was heißt minderjährig, wie alt? 17. 17? Ja. Das sind diese Art Alkoholiker natürlich verboten, das weißt du schon, ne? Ja, weiß ich. Das ist rechter Genuss in der Öffentlichkeit. Aber es schmeckt, ne? Haben Sie sonst noch irgendwas dabei? Nee. Sie haben auch etwas getrunken? Ja. Ja? Geben Sie mal her. So. Was sagt der Chip? Nichts drauf. Nichts drauf? Ja, aber er hat doch alles bezahlt. Klar, dann kriege ich von dir die 100 Euro wieder, ne? Hä? Ja, das kann ja nicht wahr sein. Dann haben wir die vielleicht vertauscht, ganz ruhig. Moment. Du sagst jetzt sofort, was hier passiert ganz ist. Ganz ehrlich, die ganze Zeit läufst du hinter dieser beschissenen Tusse hinterher. Die macht einen scheiß Contest daraus und du strangierst mich, damit ich dir Kohle gebe. Damit was du auf meinen scheiß Schiff buchen kannst. Du hast es gar nicht genau selber bezahlt? Ja, genau, das ist die ganze Zeit dabei, mich mit irgendeiner Scheiße zu bedrohen, damit er dich ins Bett bringt. Wie traurig ist das bitte von dir? Ja, Vollidiot. Was Vollidiot? Weißt du, sie verarscht hier den Contest. Wer wollte sie nicht mitkriegen? Nein, diese Scheiße. Ich war doch länger an ihr. Unter dem Druck der Beamten gibt die junge Frau zu, zwischen den beiden Verehrern einen Wettbewerb ausgerufen zu haben. Derjenige, der die meisten Cocktails und Massagen spendiert, gewinnt eine Nacht mit ihr. Okay, jetzt fasse ich nochmal zusammen. Du hast jetzt gerade gesagt, er hätte dich stranguliert. Ja. Womit? Mit den Händen? Womit? Also der hat zugedrückt. Mit den Händen zugedrückt. Ne? Ja, sieht man ja auch ganz deutlich. Ne? Also, ja. Und ich habe ja auch ganz gesagt, warum ich das gemacht habe. Männlein, jetzt geht er rüber. Pass mal auf, jetzt nochmal die letzte Ansage. Haus jetzt nochmal hier auf den Karton, als wenn du die letzte Kohle in der Wüste wärst, mein Freund. Dann lernst du mich kennen. Haben wir uns verstanden? Ist das angekommen? Ja. Ich habe ihm erklärt, dann halt die Backen. Ja, okay. Alles gut. So, nochmal. Du bist gewürgt worden, um den Chip rauszugeben. Ist das richtig? Wer hat dich gewürgt? Er? Ja. Das ist auch passiert.
Dann hat er mit deinem Chip die ganzen Massage, Cocktails, Sonnenbank bezahlt. Anscheinend, ja. Du hast es mitbekommen, du hast das also tatsächlich mitbekommen, wolltest dann aber deswegen auch aus dem Drehkreuz sich rausschleichen. Genau, ja. Warum? Warum bist du nicht einfach hingegangen und hast das gesagt? Weil ich habe einfach nur die ganze Zeit das in den Ohren, mit dem er mir gedroht hat. Was hat er denn gedroht? Er hat die ganze Zeit gesagt, ich werde dich platt machen. Okay. Okay. Lange hat er dir gar keinen Sinn. Tun Sie Ihren Sohn und sich selber einen Gefallen, suchen Sie den nächsten Arzt auf, lassen Sie sich die Bürgermale bestätigen, ne? Lassen Sie sich einen Attest geben. Ich mache jetzt mal weiter. Das heißt, die Anzeige können Sie natürlich auch stellen. Wobei wir hier schon im Offizialbereich sind. Ne? Das heißt, die Körperverletzung, die jetzt natürlich hier das Antragsdelikt bei Ihnen wäre, das heißt, das müssen Sie beanzeigen. Aber hier die Nötigung, Betrug und sowas, alles das ist bei uns. Ne? Warum hast du denn die ganze Zeit gelogen, als wir mit dir gesprochen haben? Du hast Angst gehabt. Ist alles gut, Schatz. Aber du weißt schon, dass wir dir helfen wollten, ne? Aber jetzt ist alles okay für dich erstmal. Geh mit deiner Mutter zum Arzt, mach das alles fertig und dann wird sich dann alles schon zum Guten hin. Okay? Alles klar? Okay. Gut. So. Seine Erziehungsberechtigten können nicht erreicht werden. Das heißt, er kommt mit auf jeden Fall. Bei ihr lasse ich gerade noch prüfen. Ja, warum? Und schau mal, was denn Arnold dann sagt. Sie dürfen dann gehen. Ja? Okay. Sie haben sonst keine weiteren Fragen? Nee. Okay. Die Schülerin kommt straffrei davon. Der 17-jährige Täter muss sich vor dem Jugendgericht wegen Bedrohung, Körperverletzung und Nötigung verantworten.